Das Spiel ist eines der teuersten Module, die ihr für eure Sammlung kaufen könnt. Von dem Preis vom Spiel mit OVP will ich erst gar nicht reden. Teuer heißt allerdings nicht immer automatisch gut, wie man zum Beispiel an diesem Beethoven-Spiel sehen kann. Zu welcher Kategorie gehört also dieses Spiel? Lasst es uns zusammen herausfinden. Was taugt Hammering Harry für den Game Boy heute noch? Das Spiel ist bei uns in Europa 1993 erschienen, wurde von Temtex entwickelt und von Irem veröffentlicht. In Japan erschien es unter einem anderen Namen ein Jahr früher und ein Release in Nordamerika wurde abgesagt. Interessant dabei, 1993 erschien sogar eine Version nur für den asiatischen Markt. Das Spiel erschien auch jeweils ein Jahr davor auf dem NES. Hammerin' Harry ist ein waschechter Action-Plattformer. Ihr steuert Harry aus der Seitenperspektive und eure Hauptwaffe ist, naja, ein Hammer. Logisch auch bei dem Spielnamen. Damit prügelt ihr euch dann durch die Gegner und müsst klassisch bei jedem Level zum Ausgang geraten. Da das Werkzeug ziemlich groß ist, könnt ihr diesen auch in verschiedenen Varianten auch anwenden. Drückt ihr zum Beispiel einfach nach oben, schützt dieser euch vor Schaden. Wenn ihr springt und dann nach unten und Attacke drückt, könnt ihr sogar eine kleine Schockwelle auslösen und die Gegner damit stunnen. Ach ja, und normal schlagen könnt ihr mit dem Ding natürlich auch und das fühlt sich richtig gut und befriedigend an. Bei den einsammelbaren Sachen macht das Spiel keine Experimente. Es gibt Upgrades für eure Waffe, damit sieht diese dann nicht nur beeindruckend aus, sondern macht auch mehr Schaden. Und zudem könnt ihr einen Helm einsammeln, der euch schützt und natürlich auch Lebensenergie. Ihr fallt beim Treffer zum Glück auch nie sofort aus den Latschen. Soweit klingt das also alles ganz gut, aber jetzt nicht allzu spektakulärer. Das Spiel versteht es allerdings, eine richtig gute Atmosphäre aufzubauen. Die Level sind abwechslungsreich gestaltet und euch wird nicht so schnell langweilig. Es gibt neben dem klassischen Unterwasser-Level sogar auch Shoot'em-Up-Abschnitte. Und alle Elemente steuern sich fantastisch. So kommt ihr sofort sehr gut in das Spiel rein und wollt eigentlich gar nicht mehr aufhören. Diese Abwechslung sieht man dann auch nicht nur an den eigentlichen Level-Umgebungen, sondern auch an den Bossen. Diese sind nämlich, bis auf einige Ausnahmen, sehr kreativ und schön gestaltet. Den Schwierigkeitsgrad habe ich während des Spiels immer als recht fair empfunden. Hier und da könnt ihr natürlich schauen, wie es weitergeht, aber es erwarten euch nie unfaire Stellen. Jedoch gibt es leider kein Passwort oder gar ein Speichersystem. Das Spiel ist jetzt nicht super lang, aber nicht gerade kurz und da wäre das eine willkommene Addition gewesen. Das Spiel ist auf der technischen Seite hervorragend designt. Die Grafik sieht einfach wunderbar detailliert und liebevoll aus. Ich mag den verwendeten Stil sehr, sehr gerne, da dieser einen ganz besonderen Charme verbreitet. Auch musikalisch lässt euch das Spiel nicht im Stich. Dieses klingt einfach wirklich klasse und treibt euch auf euren Weg immer wieder an. Was taugt Hammering Harry für den Game Boy also heute noch? Das Spiel gefällt mir richtig, richtig gut. Es ist einfach alles so schön liebevoll gestaltet und das Spielgefühl ist einfach der Hammer. Achtung, schlechtes Wortspiel. Da ist es eine Schande, dass es für uns Sammler so teuer ist. Aber wenn ihr das Spiel nur mal spielen wollt, und das würde ich euch auf jeden Fall ans Herz legen, solltet ihr hier zumindest mal auf anderen Wegen unbedingt mal reinspielen. Das war der Test zu Hammering Harry für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Leute, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.